Hallo, in diesem Video wieder einige Antworten auf Ihre Fragen und die erste Antwort ohne Frage, wie heißt das Visual Style, die fällt direkt aus, ist das gleiche Visual Style wie gestern. Ansonsten die üblichen Spielregeln finden Sie auf unserem Channel Semper Responso. Ihre E-Mail schicken Sie allerdings bitte über YouTube an den Channel Semper Video. Die erste Frage kommt von User Bella Mitzkin und die streichen wir weitgehend zusammen, da sie nicht ganz eindeutig ist. Und zwar, er schreibt, er hat eine eigene Homepage und da hat er wohl JavaScripte eingebunden. Davon gehen wir jedenfalls aus, weil ansonsten macht die Erwähnung mit NoScript keinen Sinn. Kurz danach spricht er allerdings dann immer nur noch von Java. Und Java ist was komplett anderes und hat überhaupt nichts mit JavaScript oder NoScript zu tun. Und deswegen können wir die Frage gar nicht beantworten. Nächste Frage, Bella Mitzkin 1. Wie hast du es geschafft, die Rechtsklicksperre zu knacken? Ich schaffe das nicht. Die Rechtsklicksperre, die ist wiederum JavaScript gesteuert und die kann man im Firefox Webbrowser problemlos ausschalten, ohne irgendein Add-on, muss man halt nur sagen, dass JavaScript ignoriert werden sollen. Wenn man die Option anlässt und NoScript installiert hat, dann gilt genau das Gleiche. Mr. Roaga fragt an bezüglich Passwort und die Frage ebenfalls absolut ungenau. Wir wissen nicht mal, von welchem Betriebssystem wir reden. Reden wir überhaupt von einem Betriebssystem oder reden wir vom Firefox-Passwort? Da eventuell demnächst ein bisschen genauer werden. Deswegen können wir die Frage leider nicht beantworten. Bella Mitzkin 1 fragt, was macht ihr an Weihnachten oder wenn ihr in den Urlaub geht, dann macht ihr bestimmt keine Videos, oder? Oder richtig. Wenn wir in unserer Sommerpause sind, die ist derzeit geplant für Ende Juli bis irgendwas Mitte oder Ende August, da werden wahrscheinlich recht wenig Videos kommen. Gleiches gilt für die Winterpause. Mali Kane fragt an bezüglich Ubuntu. Er hat ein paar Probleme damit. Er wollte es eigentlich über Wubi installieren, aber scheinbar kommt dann bei Wubi der normale Installationsdialog, der ebenfalls kommt, wenn man Ubuntu als Live-CD startet. Obwohl es wohl mal unter Ubuntu 9.10 funktioniert hat, funktioniert es halt unter 10.04 scheinbar nicht. Also es gibt immer ein paar kleine Unterschiede. Und zwar von jedem Ubuntu gibt es mehrere Versionen. Und es gibt eine Version, die man auch auf der Homepage runterladen kann. Die bringt dieses Wubi nicht mit. Kann es eventuell daran liegen. Ansonsten, wenn Sie Wubi gestartet haben unter Windows und sagen, Sie möchten es installieren und dann packt Wubi eben die entsprechenden Dateien auf ihre Festplatte, bootet neu und findet diese dann nicht, dann ist irgendeine Installation im entsprechenden Bootsektor, um das Ganze dann eben durchzuführen, scheinbar verloren gegangen. Oder halt ist es das simple Problem der Bootreihenfolge. Das kann natürlich immer sein, dass Sie die Bootreihenfolge so geändert haben, dass die CD vorher gelesen wird. So, und jetzt haben Sie gesagt, so, pack mir, ich sag jetzt mal, Ubuntu Wubi in den Bootloader von Windows, aber bevor dieser überhaupt angesprochen wird, kommt die CD mit ihrem eigenen Bootloader und dann glaubt ihr BIOS natürlich, sie wollen von der CD booten. Also das eventuell mal prüfen und entsprechend auch nachschieben. Die YouTuber, ich habe eine kurze Frage. Wie hast du den Abonnieren-Button hingekriegt da oben? Abonnieren, okay, das ist ein Partner-Feature. Das können Sie nur machen, wenn Sie Partner von YouTube sind. Anaconda 23.000 fragt an, wie kann man die Skype-Kontakte in eine Combo-Box auslesen? Da müssen Sie sich an Skype wenden, haben die eventuell online dokumentiert. Und zwar müssen Sie dafür die entsprechenden API-Befehle kennen. Die API-Befehle, die Sie mit Ihrem Visual Basic-Programm an die Skype-Exe schicken oder an Skype Online, denn die Kontakte, könnte ich mir gut vorstellen, so genau habe ich mich mit Skype jetzt noch nicht beschäftigt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Kontakte online gespeichert werden. Dass Sie also mit einem ganz normalen Online-Befehl, natürlich Passwort, Authentifizierung und so weiter, muss vorher alles gegeben sein, aber dass Sie die Kontakte halt dort auslesen können. So funktioniert es ja grundsätzlich auch bei anderen Messengern, zum Beispiel dem Miranda Messenger. Da werden ja auch in dem Moment, also für den Fall der Fälle, dass Sie nicht wissen, was Miranda ist, es gibt ja zum Beispiel den Microsoft Messenger und es gibt Drittherstellerprogramme, die dasselbe Protokoll benutzen können. Da kann man also mit anderen ebenfalls chatten, hat aber nicht die Originalsoftware, sondern eine bessere Software, um jetzt mal Miranda da hervorzuheben. So, aber auch Miranda liest halt die Kontakte ganz normal online aus. Und so wie die das machen, können Sie das auch. Sie müssen halt nur den entsprechenden API-Befehl kennen, damit Ihnen Skype die entsprechenden Kontakte verrät. Nils Mord fragt an, welchen Provider wir benutzen. Er hat wohl einige Probleme.
Bei sowas immer direkt dahinschreiben, bei wem Sie Probleme haben, hilft eventuell anderen Usern und warum Sie Probleme haben. Wir benutzen hier Unity Media, ist das zurzeit. Die werden ja alle paar Monate aufgekauft. Vorher war es, glaube ich, Ish und jetzt ist es Unity Media. So, und wir sind damit grundsätzlich zufrieden. Es funktioniert. Ich meine, was will man mehr? Deswegen, Probleme kommen ja eh erst meistens dann auf, wenn man von einem zu dem anderen wechseln will. Dann funktioniert die Überschaltung nicht und so weiter und so fort. Diese Probleme hatten wir vorher auch bei den üblichen großen Vertretern. Den einen, den gibt es jetzt nicht mehr, nennt sich jetzt neuerdings Vodafone. Ist uns gesagt worden, ist uns natürlich komplett entgangen, weil wir bei dem seit Jahren nicht mehr gewesen sind. Aber solche Probleme, die hatten wir natürlich dann damals auch. Als wir mal von der Telekom zu Vodafone gegangen sind, oder zu Arcor war das damals, da fingen die Schuldzuweisungen dann an, war unausstehlich das Ganze. Und da wir allerdings in dem Gebäude hier auch Kabel liegen haben, sind wir dann kurz danach zum Kabelanbieter halt gegangen. Da gab es diese Probleme natürlich gar nicht, weil da haben wir nämlich dann, das war damals Arcor gesagt, also wir sperren die Einzugsermächtigung, damit sind wir bei euch raus, ob ihr das wollt oder nicht und ob ihr euch doof anstellt oder nicht. Und dadurch, dass halt das Kabel über eine andere Leitung dann reinkam, eben über das Kabelnetz, gab es diese Umschaltungsprobleme gar nicht. Und deswegen hat das natürlich alles super funktioniert. Und ja, insoweit sind wir da ganz zufrieden. Early Reflection fragt an bezüglich eines Multi-Boot-Systems. Er wollte zweimal Windows 7 und zweimal Ubuntu einrichten. Er will oder muss das Ganze allerdings dann, die zweite Version zum Beispiel von Windows 7, die will er umbenennen in Win 7. Weil die darf natürlich jetzt nicht nochmal Windows 7 wohl heißen. So, Sie sagen, es ist egal, welchen Bootloader Sie benutzen. Das ist zwar auf der einen Seite richtig, aber die Lösung des Problems hängt natürlich davon ab, welchen Bootloader Sie benutzen. Ein Video dazu ist in Planung, wie Sie die Booteinträge unter Ubuntu mit dem Grubloader ändern können. Ansonsten, soweit ich weiß, haben wir dies schon gezeigt. Master Boot Record, einfach danach mal suchen oder MBR. Da haben wir das Ganze auch schon für Windows 7 gezeigt und Windows XP auch. Also es gibt die entsprechenden Tools, auf diesen Master Boot Record, auf diesen Bootloader zuzugreifen. Und da können Sie dann auch die Einträge ganz einfach ändern. Also das ist kein Thema. Aber dazu müssen Sie natürlich erst wissen, welchen Sie haben. User Sharp fragt an, URL-String, gibt es eine Möglichkeit im Bookmark im Firefox die URL so zu ergänzen, dass bei einem Video direkt auf eine ganz bestimmte Zeit gesprungen wird? Ja, gibt es überhaupt kein Problem. Haben wir auch schon in einem Video gezeigt, einfach mal danach suchen, also nach unseren YouTube-Videos. Ist allerdings schon ein bisschen älter, weil das Feature ist nicht ganz neu. Ich schätze mal so ungefähr ein Jahr alt, dass YouTube das eingeführt hat, dass man auf eine ganz bestimmte Zeit springen kann. So, und diese Zeit, ich glaube, das ist Raute und dann irgendwie Minute, Doppelpunkt, Sekunde. Ich glaube, das war im Großen und Ganzen. Oder den ganzen Timecode in Sekunden eingeben. Also bei 2 Minuten dahinter Raute 120. Also, ich weiß es nicht mehr genau, geht aber ganz problemlos. Und das können Sie dann natürlich auch als URL verpacken und damit in den Bookmark. TCH Youngsters fragt an bezüglich Windows 7 neu aufsetzen. Er hat wohl Windows XP und Windows 7 nebeneinander und das XP braucht er nicht mehr und deswegen will er auch Windows 7 aufsetzen. Da frage ich mich, ob das denn da überhaupt sein muss. Sie können das in Windows XP ja auch so plätten und das Windows 7 zum Beispiel mit Gparted so verbreitern, dass es den kompletten Platz von Windows XP mitbenutzt. Sollte das Ganze jetzt auf einem anderen Laufwerksbuchstaben liegen, dass Sie da eventuell Sorge haben. Sie können auch Windows XP, wenn Windows XP jetzt das erste Betriebssystem ist, auf der ersten Partition und Sie haben Windows 7 auf der zweiten Partition. Sie können auch die erste Partition einfach nur löschen und dann das Betriebssystem Windows 7 auch mit Gparted auf die erste Partition rüber kopieren. Dann haben Sie zweimal Windows 7. Dann können Sie zum Beispiel auch optimal testen, ob Windows 7 das verkraftet hat. Denn wenn nicht, dann können Sie sich immer noch über andere Alternativen Gedanken machen. Haben wir alles gezeigt in unserem Video, Betriebssystem klonen oder sichern oder einfach nach Gparted suchen. Ansonsten, wenn das dann alles nicht funktioniert, im Vorhinein kann keiner genau sagen, ob Windows 7 das Sichern der Registry und nachher wieder Einspielen der alten Registry überlebt. Denn das hängt ja alles davon ab, ob sich irgendwas Grundlegendes geändert hat, zum Beispiel der Laufwerksbuchstabe und solche Scherze. Das kann ich natürlich aufgrund der Mailbeschreibung jetzt hier nicht rauslesen.
Also es kann sein, dass es funktioniert, muss aber nicht sein, dass es funktioniert. Ich würde eher das mit Gparted versuchen. Reladen fragt an, WLAN unter Ubuntu. Er will Ubuntu 10 nutzen. Das Problem ist, er benutzt den Fritzbox WLAN-Stick und ich möchte ihn natürlich auch weiterhin benutzen. Er weiß aber nicht, ob das auf Ubuntu überhaupt funktioniert. Nun, das ist kein großes Problem. Eigentlich müssten sich eventuell ein paar Zuschauer schon melden, die das bestimmt benutzen. Der Fritz-Stick oder die Fritzbox WLAN ist ja noch nicht so selten. Ich schätze mal, die sind relativ groß. Das sollte funktionieren. Sie können es aber problemlos selbst testen. Laden Sie sich einfach die Live-CD von Ubuntu runter. Legen Sie die ein. Wählen Sie dort an Ubuntu testen. Dann wird nichts auf Ihrem Windows-Betriebssystem verändert. Ubuntu wird dann ganz normal durchbooten und dann werden Sie schon direkt sehen in den Netzwerkeinstellungen, ob der WLAN-Stick oder die Fritzbox erkannt wurde. Und davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ansonsten gibt es bestimmt bei dem Hersteller die entsprechenden Möglichkeiten, das Ganze einzurichten. Wenn Sie einen DHCP-Server in Ihrem Netzwerk stehen haben, dann sollten Sie auch direkt ins Netzwerk können. Das funktioniert dann alles automatisch. Aber wie gesagt, ich denke mal, das sollte funktionieren, können Sie allerdings gefahrlos testen. Lola Metro fragt an, sein Laptop wird zu heiß in diesen Temperaturen. Er hat es schon versucht, den Laptop von unten besser kühlen zu lassen, indem er das Ganze auf Tesafilmrollen gestellt hat. Funktioniert aber immer noch nicht so richtig. Der Lüfter wird zu laut, er kann keine YouTube-Videos mehr anschauen. Die YouTube-Videos würde ich eventuell mit einem Kopfhörer anhören. Das sollte funktionieren, auch bei einem lauten Lüfter. Und der zweite Punkt ist, viel mehr kann man natürlich bei einem Laptop nicht machen. Sie können das Ganze mal versuchen zu entstauben, indem Sie mit einem kaltgestellten Lüfter, Föhn, da mal eine Runde reinpusten. Ob das allerdings Erfolg bringt, ist eine andere Geschichte. Hängt natürlich wiederum davon ab, wie staubig es bei Ihnen ist. In der normalen Umgebung, ein Laptop vielleicht 2 Jahre alt, schätze ich jetzt mal, ja, da dürfte sich ja eigentlich nicht so viel ansammeln. Aber abgesehen davon ist da natürlich nicht viel mehr zu retten. Sie können schlecht den Laptop aufschrauben. Simon Bruse fragt an, Ubuntu, VNC, UPnP und Hilfe. Er hat versucht, mit RealVNC über Wine auf Ubuntu zuzugreifen und das Ganze funktioniert nicht wirklich und ja, sie machen es viel zu kompliziert. Schauen Sie sich unsere Videos dazu an. Ubuntu fernsteuern, haben wir schon gezeigt in dem Video. Funktioniert super einfach. Sie müssen nur halt den VNC-Client, den Ubuntu schon direkt mitbringt, den brauchen Sie gar nicht zu installieren. Den müssen Sie nur anweisen, sage ich jetzt mal, Ihre Aufrufe an dem entsprechenden Port entgegenzunehmen. Haben wir alles schon gezeigt, ist super einfach bei Ubuntu. Ubuntu Fernsteuern heißt das Programm. Dann können Sie den ganzen Unsinn mit Wine und so weiter, das können Sie dann alles weglassen. Mr. Janis 1998 fragt an, Windows Key im Netz. Wir haben das mal in dem Video gezeigt, dass man da eventuell seinen eigenen Schlüssel findet und bei ihm ist es genauso gewesen. Er hat nach seinem Schlüssel gesucht, er ist auf Nummer sicher gegangen, wobei das sicherlich völlig unbegründet ist. Aber andere haben uns das ebenfalls geschrieben, dass sie Sorge hatten in dem Moment, wo sie ihren Key, wo sie nach ihrem Schlüssel suchen, dass YouTube natürlich da nichts anderes zu tun hat und den Schlüssel, sage ich jetzt mal, speichert und dann demnächst selbst im Internet anbietet. Also ich schätze mal, die Sorge ist unbegründet. Er ist auf jeden Fall auf Nummer sicher gegangen, hat nur seinen halben Schlüssel eingegeben und trotzdem ist der ganze Schlüssel gefunden worden. Und er fragt jetzt, was mache ich jetzt weiter, wie melde ich das bei Microsoft? Einfach mal im schlimmsten Fall anrufen. Die haben eine Hotline für solche Geschichten. Sie können das mit dem Foto natürlich perfekt beweisen, dass die die Originallizenz haben. Eventuell sagen die Ihnen da auch noch was anderes. Eventuell von wegen, ja, faxen Sie uns das Teil zu oder machen Sie den Aufkleber ab. Wobei das eventuell ein bisschen schwierig sein könnte, weil die sind es, glaube ich, so hergestellt, dass das nicht so einfach geht. Auf jeden Fall, Sie sollten von denen dann einen neuen Key bekommen. Das muss das Ergebnis sein, denn mit den entsprechenden Updates, zumindest mit den Service Packs, worüber reden wir hier eigentlich? Vista, okay. Bei Vista wird bestimmt noch ein Service Pack kommen. Da werden solche Schlüssel, die im Internet unterwegs sind, gesperrt. Und da kann es also sein, dass wenn Sie dann eben Service Pack 3 bei Vista installieren demnächst, dass Sie dann ausgesperrt werden, weil Vista Ihren Schlüssel als falsch erkennt. Also insoweit, das wäre schon wichtig, dass Sie das dahingehend klären. Die sind verpflichtet, wenn Sie die Originallizenz haben und wenn dieser Schlüssel ins Internet gelangt ist, eventuell durch Ihren Händler, eventuell durch einen Mitarbeiter bei dem Händler oder durch einen ganz normalen, sage ich jetzt mal, Schlüsselgenerator,
Die Dinger werden ja nicht einfach, sage ich jetzt mal, richtig hergestellt, sondern das sind ganz normale Quersummen, die da erfüllt sein müssen. Und insoweit lässt sich so ein Schlüssel erraten. Und deswegen ist das also definitiv nicht unbedingt Ihre Schuld, wenn der Schlüssel im Internet steht. Aber deswegen muss Microsoft darauf reagieren und Ihnen neue Schlüssel zukommen lassen. Alpha T9 fragt an, ob der Flash Player irgendwas zu tun hat mit dem YouTube Video Player. Denn immer wenn ein Update kommt für den Flash Player, kommt auch ein Update für den YouTube Player. Nein, das hat damit nichts zu tun. Dioro1117x. Er schaut ein Video an. Schreibt, glaube ich, nicht wo. Ich nehme an YouTube wegen der Überschrift. Nach einer Minute bricht das ganze Video ab und es kommt nur noch dieser Kringel. Und ja, er kriegt es wohl im Großen und Ganzen nicht mehr hin. Der Kringel ist ja ein Ergebnis quasi vom Flash-Plugin in Ihrem Webbrowser. Die Frage ist also, ist es nur bei YouTube oder ist es auch bei anderen Flash-Videos so, die gestreamt werden? Natürlich nicht Flash-Videos, die nur so angeschaut werden, die Sie auf der Platte runtergeladen haben. Die nicht. Ansonsten die üblichen Vorgehensweise, die würde ich mal empfehlen, dahingehend die ganzen Cookies löschen, die ganzen Super-Cookies löschen, also die Flash-Cookies haben wir alles in unserem Video schon gezeigt. Eventuell hängt es da nur irgendwo. Das würde ich als erstes versuchen. Gord Lorenzo fragt an, wie kriege ich die Hardwarebeschleunigung meiner Soundkarte unter Windows 7 ausgeschaltet? Er hat wohl Probleme mit Spielen. Also irgendwo hat er Probleme. Und die Problemlösungen, die er gefunden hat, die deuten darauf hin, dass er die Hardwareunterstützung ausschalten soll. Er kann das Ganze jetzt nicht unter Windows 7 zeigen. Es müsste allerdings im Grunde eine Geschichte Ihres Soundkartenherstellers sein. Der muss Ihnen die Möglichkeit dazu anbieten, über den Treiber. Also wenn Sie jetzt eventuell nur den Windows-Treiber installiert haben, der auch funktioniert, dann kann es sein, dass diese Möglichkeit dort einfach nicht mitgeliefert wurde. Ich zeige das jetzt hier nochmal ganz kurz an Windows XP. Da einfach über die Systemsteuerung auf Sounds und Audiogeräte. So, da haben wir hier, wo haben wir hier Hardware? Nein, das war falsch. Haben wir Audio? Genau, Audio. Haben wir hier die Soundwiedergabe? Also hier das Standardgerät. Und dann haben wir hier erweitert. Dann haben wir hier Systemleistung. Und da haben wir hier Audio-Wiedergabe. Hier habe ich Hardwarebeschleunigung. Ist jetzt eben auf maximal eingestellt. Sie müssten das dann eben hier auf keine einstellen. Oder halt über die Registry, wenn es halt anders nicht geht. Aber wie gesagt, ist eine Geschichte von Ihrer Soundkarte. Und damit muss der Hersteller Ihnen das hier anbieten. Letzte Frage, User MrLol333. Er hat eine Frage bezüglich Visual Basic. Er möchte eine Datei runterladen und aus irgendeinem Grund ist da eine 4-Megabyte-Grenze. Wir haben ein Video dazu schon gemacht, das eventuell mal anschauen, sollte kein großes Problem darstellen. Die zweite Frage, die haben wir leider noch nicht gelöst in dem Video. Insoweit können wir da auf die Schnelle nichts machen, bis auf einen theoretischen Tipp geben. Und zwar, er will jemanden anpingen, ob ein Port zur Verfügung steht. Und wenn der Port da ist, dann funktioniert das Ganze auch ganz wunderbar, weil eben halt sofort die Antwort kommt. Das Problem bei ihm ist natürlich erst dann vorhanden, wenn der Port nicht da ist, denn dann wartet Windows für ihn zu lange auf eine Antwort. Und da müssten Sie einfach den Timeout dahinter setzen, dass Sie sagen, in diesem Befehl, der bringt einen Timeout mit, und zwar ist das der Standard-Timeout. Sie müssen halt nur wissen, wie dieser Befehl da eingebaut ist, um dann eben zu sagen, Timeout ist bei mir 1000, was in der Regel für eine Sekunde steht. Sodass dann eben Ihr Programm hingeht, wenn ich nicht innerhalb von einer Sekunde eine Antwort kriege, dann brech ab. Sollte das wider Erwarten falsch sein, weil wie gesagt, wir haben es so noch nicht gemacht in unseren Videos, dann müssten Sie sich selbst eine Timeout-Schleife dahinsetzen, dass Sie einfach das Ganze eben, jetzt mal platt ausgedrückt, in eine For-Next-Schleife setzen. Und in dem Moment, wo die bis 1000 hochgezählt hat und immer noch keine Antwort auf ihrem Ping kommt, dass sie dann einfach sagen, jetzt beende ich mein Ping. Aber ich schätze mal, da ist eine Timeout-Schleife drin. Okay.